Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute natürlich Ende des Monats wieder mit dem Meta-Ranking für Februar. Zum Glück haben wir dieses Jahr ein Schaltjahr und der Februar hat einen Tag mehr. Dadurch hatte ich Zeit für das Meta-Ranking. Ansonsten hätte das mit der YCS und so nicht funktioniert. Wir sind gerade zurück von der YCS. War ein cooles Event, gutes Meta. Videos und Fotos und sowas werden folgen. Bleibt dran dafür. Diese Folge natürlich stark von YCS Prag geprägt. Da haben wir als erstes auch schon auf Nummer 10 neu. Magical Explosion, aka Monarch FTK. Hat sogar getoppt. War sogar Top 16. Wer unsere Videos in der Woche davor abgecheckt hat, hat gemerkt, dass ein Kumpel von uns auch das Deck gespielt hat und zur YCS gebracht hat. Lief sogar gar nicht so schlecht. Hat es leider nicht geschafft. 4-3 ist er gegangen. Hat dann ganz knapp Tag 2 verpasst. Aber das Deck scheint echt nicht schlecht zu sein, echt konstant zu sein. Vor allem jetzt, wo Damage Juggler weg ist, kann das Deck auf jeden Fall Siege bringen. War vor allem ein guter Überraschungsfaktor. Viele wissen nicht, wie man dagegen spielen soll. Und zum Beispiel wissen die nicht, dass Dweller sehr gut dagegen ist, zum Beispiel. Also schon eine gute Leistung, aber ich glaube mal, das war jetzt eher so eine Art One-Hit-Wonder. Aber ich werde das Deck jetzt nicht im weiteren Meter weiter erwarten. Dann haben wir auf Platz Nummer 9 die Magispectre. Sind vom letzten Monat von Platz 5 runter auf diesen Monat Platz 9 gefallen. Man hört und sieht kaum noch was von denen, also von den Pendulum-Decks auf jeden Fall das Schwächste. Und mal schauen, wie lange die sich noch in Top 10 halten können. Vor allem, wenn jetzt immer mehr und neue andere Pendulum-Decks rauskommen werden mit den nächsten paar Sets. Dann haben wir auf Platz Nummer 8 Burning Abyss. Ist runtergefallen vom 6. Platz letzten Monat. Ja, auf jeden Fall immer noch ein sehr solides Deck. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso das nicht weiter oben ist, vor allem jetzt mit den Phantom Knights. Liegt daran, dass ich BA Phantom Knight als ein anderes eigenes Deck unterteilt habe und das dann später noch kommen wird. Auf jeden Fall BA trotzdem sehr stabil und wie in der Gold Edition, Premium Gold, Infinite Gold angekündigt wurde, wird Beatrice erscheinen und das Deck wird dann auf jeden Fall nochmal gepusht. Dann haben wir auf dem 7. Platz ganz neu Phantom Knights. Jeff Jones hat damit letztens getoppt und dann kam der kleine Hype, der kleine Push von denen. Der Exceed-Typ, der Scrap Dragon ist auch gestiegen. Ziemlich gute Karte. Deck allgemein scheint gut zu sein. Ich persönlich wollte es eigentlich noch hinter BA haben, also Phantom Knights auf dem 8. und dann BA auf dem 7. Aber die Jungs meinten Phantom Knights ein bisschen besser. Also die Pogel-Variante. Die gemischte Variante kommt später noch. Und in der Gold Edition wird auch noch mehr Phantom Knight Karten rauskommen. Hab noch nicht geschaut, was die können, aber falls es guter Support für das Deck ist, dann kann Phantom Knights auf jeden Fall noch höher steigen. Dann haben wir auf dem 6. Platz wieder in die Top 10 gelangt. Magician Pendulum. Also ich habe davon nicht so viel gesehen, nicht so viel erlebt, aber laut Konami und der YCS Coverage und dem ganzen Statistiken und sowas war Magicians eben auf dem 6. Platz. Dann kommen wir auch schon zu den Top 5. Und da haben wir neu. Weiß nicht, ob dieses Deck schon irgend so einen speziellen Namen hat, aber ich nenne es mal einfach Burning Abyss, Phantom Knight. Manche spielen es auch noch zusätzlich mit Speedroids. Einfach um noch schneller auf die Rang 3er zu gehen. Wir haben auch einen Deckprofil von einem, der war in den Top 32. War ein bisschen spontan und unvorbereitet gedreht. Also ich weiß noch nicht, ob wir es verwenden können. Aber falls ja, dann könnt ihr euch darauf freuen. Dann haben wir auf dem 4. Platz die Mermels, Atlantean, Wasserdeck, wie auch immer man es nennen will. War letzten Monat auf dem 3. Platz, aber der wurde von den Monarchen übernommen. Aber zu denen kommen wir gleich noch. Mermels, sehr starkes Deck, sehr explosiv, aber eben auch sehr inkonstant. Es wurden mehrere von denen gespielt auf der YCS, aber es hat, glaube ich, nur einer in die Top 32 geschafft. Dann kommen wir zu den Top 3. Wie gesagt, Monarchen haben den Platz von den Mermels übernommen. Waren auch recht viele auf der YCS vertreten. Kein Wunder, ist ein billiges Deck, aber trotzdem sehr stark. Es haben auch mehrere in die Tops geschafft. Ich glaube, dritter und vierter waren Monarchen sogar. Ich habe auch selbst auf der YCS gegen ein Monarchen-Deck verloren. Also sehr starkes Deck. Dann auf dem 2. Platz Cosmo. Abnormal krankes Deck. Ich habe es selbst gespielt. War letzten Monat auch auf dem 2. Platz. Diesen Monat auch leider knapp auf dem 2. Platz. Ich finde die beiden Decks, also Cosmo und erster Platz Pepe oder Dracopulse, eigentlich gleich stark. Dracopulse hat halt im Finale gegen Cosmo gewonnen und deswegen auch diesen Monat auf dem 1. Platz.
Aber ansonsten finde ich die beiden Decks echt gleich stark. Kommt halt echt drauf an, wer besser zieht und wer anfängt. Anfang finde ich ziemlich wichtig. Und wer halt am Anfang das Cluster gefällt hinlegt. Ansonsten war es das auch schon für diesen Monat mit dem Meta-Ranking. Relativ kurz und knapp, damit ihr das noch rechtzeitig bekommt. Habt eine Menge zu tun wegen der YCS. Muss vieles nachholen. Aber hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Und hoffentlich schaffe ich noch ein paar Videos von der YCS. Und bis dahin, leidet nicht so viel. Hey Jungs, Servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab und unsere Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.